Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu Gast bei Kaiser TV Jörg Margenau und wir stellen sein Buch Bestseller vor. Es geht also heute richtig um literarische Bestseller. Herr Margenau, schön, dass Sie da sind. Freut mich auch sehr. Ein Buch, in dem es darum geht, gar nicht so sehr, wie man Bestseller schreibt, sondern wie die Bestseller in den letzten Jahrzehnten, welche Besonderheiten es da gab. Gibt es aber denn trotzdem Autoren oder Menschen, die sich an Sie gewandt haben oder auch mit der Intention das Buch gelesen haben, ich will mal rauskriegen, wie man einen Bestseller schreibt, einen Bestseller-Code sozusagen entdecken? Das interessiert natürlich alle Menschen eigentlich am meisten. Sowohl die, die schreiben, als auch die verlegen. Die verlegen, interessiert es wahrscheinlich noch mehr. Und wenn sie es wüssten, dann würden sie auch nichts anderes tun, als Bestseller produzieren. Also diese Erfolgsformel, die gesuchte, die gibt es natürlich nicht. Und die gibt es deshalb schon nicht, weil jedes Buch in einem anderen Land, zu einer anderen Zeit auch anders wirkt. Also man muss ja dann auch nicht nur berechnen, welche Ingredienzien müsste ein Bestseller haben. Es gibt ein Buch, das vor 2 Jahren erschienen ist, der Bestseller Code von 2 englischen Wissenschaftlern, die ein Computerprogramm erstellt haben, das angeblich alle Bestseller erkennen kann und auch die Ingredienzien, die da drin sein müssen. Da kamen dann aber relativ absurde Dinge dabei raus, zum Beispiel, dass Sex weniger hilfreich sei, als man so glaubt. Mhm. Zum Beispiel, dass es besser ist, wenn Hunde in Büchern vorkommen und keine Katzen. Es muss immer eine Frau drin vorkommen, schon deshalb, weil 66% der Leserschaft weiblich ist. Aber davon mal abgesehen, also das ist eher so, glaube ich, eine Spielerei gewesen. Tatsächlich muss man als Verleger ja viel mehr berechnen, welche Themen sind gerade angesagt und zu welcher Zeit. Man muss ja auch vorausdenken, was könnte in 2, 3 Jahren interessant sein. Und das ist immer ein Spiel, das gelingen kann oder schief gehen kann. Und da gibt es Gott sei Dank keine Formel dafür. Das macht das Büchergeschäft interessant und natürlich auch das Lesen interessanter. Wenn man also jetzt einmal in der Voraussicht schaut, ist es schwer, Gott sei Dank. Aber Sie sehen ja auch jetzt auf die Jahrzehnte zurück und analysieren sozusagen die Geistesgeschichte, die Ideengeschichte, auch gerade der Bundesrepublik Deutschland oder überhaupt in Deutschland, anhand der Bücher, die besonders gut gingen. Kann man anhand von ein paar Titeln vielleicht so ein paar dieser Hauptbestandteile des Geisteslebens, des deutschen Geisteslebens, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, der deutschen Geschichte verdeutlichen? Es geht eher um Stimmungen, um Sehnsüchte, um Wünsche, um Ängste auch sehr oft, um Vorurteile, auch negative Gefühle, die ausagiert werden. Wenn ich an Thilo Sarrazin zum Beispiel denke, 2010, das war ein Buch, das ja schon viel vorwegnahm von dem, was uns heute politisch begleitet, wo man auch durchaus seismografisch was daran ablesen kann, also was entsteht. Bestseller sind oft auch Fieberthermometer, die an wunde Punkte rühren, ob bewusst oder unbewusst, einer Gesellschaft. Also das eher als jetzt tatsächlich eine Geistesgeschichte. Es gibt Bücher, wo ich mich gewundert habe, dass sie so funktioniert haben. Zum Beispiel der allererste Bestseller nach 1945, Theodor Plivier, Stalingrad. Weil man doch immer sagt, so 1945, Krieg war vorbei, die Leute wollten davon überhaupt nichts mehr wissen. Aber der erste große Bestseller war ein Buch, das von der Ostfront berichtete, vom Kessel in Stalingrad, von der Vernichtung, von der Zerstörung der Armee, von den Toten. Und die Leute haben das gerne gelesen oder zumindest mit Interesse gelesen, weil sie noch so sehr drinsteckten, dass sie sich damit beschäftigen mussten. Das war ein paar Jahre später dann bei Seram, Götter, Gräber und Gelehrte, der erste wirklich große Sachbuch-Bestseller nach 1945, anders aus. Da rückte dann schon die Geschichte in die antike Distanz und man hat sich zwar mit Geschichte beschäftigt, aber auf dem Umweg über Troja, über die Pharaonengräber, über Ausgrabungen, über die Schliemann-Geschichte, dass man sich zwar mit Trümmern beschäftigen konnte, die kannte man ja, und mit dem, was bleibt von einer Kultur, aber sich nicht mit der direkten Gegenwart beschäftigen musste. Also so glitt das dann auch so ein bisschen dann vielleicht ins Verdrängen über. Wobei Verdrängen ist, glaube ich, auch schon wieder das falsche Wort. Das hat mich auch überrascht, dass die Geschichte immer viel präsenter war, als man dann auch später glaubte. Ja, was mich überrascht hat, war Eugen Kogons Werk, das auch eben schon ein Bestseller war in dieser Zeit über die SS. Auch da für mich überraschend, schon so früh eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat und
mit dem Unterdrückungsapparat. Hat Sie das auch gewundert? Das hat mich auch gewundert, dass das eigentlich kontinuierlich da war, dieses Thema. Und nicht wieder 1968 von der folgenden Generation behauptet, ein großes Schweigen herrschte, das dann irgendwie durchbrochen werden musste. Das war doch eher eine Kontinuität. Die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, hat sich natürlich verändert. Also die systematische Aufarbeitung, die begann dann vielleicht tatsächlich erst in den 60er Jahren. Ich bin allerdings immer sehr vorsichtig mit dem Argument des Verdrängens. Weil gerade das Beispiel Ceram lehrt das auch. Alles, was man verdrängt, heißt ja, man weiß, was man verdrängt. Oder man beschäftigt sich aktiv mit einem Gegenstand, der verdrängt werden muss, sonst kann er nicht verdrängt werden. Das ist also in der Verdrängung irgendwie auch anwesend. Und kann dann auch auf Umwegen vielleicht tatsächlich überhaupt erst bearbeitbar werden. Also gerade Ceram, also wenn man dann sagt, mit untergehenden Kulturen sich beschäftigen, ist ein Beitrag, um vielleicht die Gegenwart tatsächlich auch zu bewältigen, die man aber in der direkten Konfrontation dann vielleicht gar nicht so angehen könnte. Insofern kann der Umweg und das Verdrängen durchaus auch was Produktives sein für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Phase der Geschichte. Später wird es dann wieder anders, dann geht es ganz direkt vor sich. Ja, also Ceram und Kogon, das sind jetzt Sachbücher. Gibt es denn in der neueren deutschen Geschichte auch Romane, an denen Sie sozusagen dieses Fieberthermometerhafte ablesen können, was die Menschen für Sehnsüchte, für Ängste hatten? Das war in den 80er Jahren, fand ich besonders interessant, dass es da so eine große Fantasy-Welle gab. Beginnend mit Tolkien 1980, der erstaunlicherweise 1980 zum Nummer 1 Bestseller in Deutschland wurde. Das Buch selber ist ja in der Nachkriegszeit erschienen, die Übersetzung, die deutsche 1969. Dauerte dann aber nochmal 11 Jahre, bis dann tatsächlich das Buch so auf fruchtbaren Boden fiel. Auch das gibt es immer wieder, diese Zeitverzögerungen, dass ein Buch seine Zeit sucht und findet, und die kann später sein. Und die 80er Jahre waren literarisch diese Zeit des Eskapismus, des Rausgehens aus der Gegenwart. Da kam dann Umberto Eco mit dem Namen der Rose, da war Michael Ende mit der unendlichen Geschichte, vorher schon Momo. Dann kam die lateinamerikanische Literatur mit Isabel Allende und García Márquez, dieser magische Realismus, der auch andere Welten eröffnete. Und gerade auch dieses magisch-fantastische war schon so ein bisschen was einerseits die Vernunftskepsis der 80er Jahre in der Ökologiebewegung, die Kritik an der Rationalität der ökonomisierten Welt beinhaltete, und was andererseits eben auch wegging von der großen Angst, die damals herrschte. In den 80er Jahren sprach man ja auch von der German Angst in der Welt draußen, so ähnlich wie Waldsterben auch ein deutsches Wort war, also war auch die German Angst ein internationales, aus dem Deutschen entlehntes Wort, weil die Deutschen so viel Angst hatten vor der Apokalypse, vor den Atomkraftwerken, vor dem Waldsterben, vor der NATO-Nachrüstung. Das waren natürlich auch sehr große Themen, die das Land wirklich bewegt haben. Und parallel zu diesen politischen Büchern, die dann auch erschienen von Robert Jung und über die Apokalypse und wie die Welt alles untergeht, ja, das war sehr vielfältig, bis hin zu Tschernobyl, wo man die Katastrophe dann tatsächlich erlebte, gab es diese Fantasiewelle in der Literatur. Und das fand ich interessant, wie das sozusagen daneben läuft, wie das ein anderes Angebot macht, aber auch da wieder in der Bewegung weg das widerspiegelt, wovon man flieht. Zum Beispiel Momo von Michael Ende, ein Märchen mit einem Mädchen, das einer Schildkröte nachläuft und die grauen Herren, die in dicken Zigarren die Zeit der Menschen verrauchen, ja, um davon zu leben. Also die Entfremdung, die da einem ins Bild gesetzt wird. Das ist das klassische Beispiel dafür, wie ein Märchen und ein fantastischer Entwurf gleichzeitig das beinhaltet, wovon die Leute, wenn sie es lesen, sich vielleicht erholen wollen oder weggehen wollen, aber es trotzdem mittransportieren. Man kann eigentlich nicht weglaufen. Man hat immer das dabei, wovon man wegläuft. Ja, also Stichwort Eskapismus. Wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit, aber weil das Stichwort so gut passt. Heute haben wir Bücher über die Natur, über den Wald, über Bienen, also viel über Tiere, über den Darm. Sie schreiben hier auch sehr schön darüber. Ist darin auch eine Art Eskapismus für Sie zu sehen? Das ist ein Beispiel eher dafür, also dass Bestseller zunächst einmal sehr oft davon handeln, dass was verloren geht. Auch da wieder die Angst, das Verschwindende. Die Natur ist ja ein Lebensraum, der, glaube ich, umso mehr von
Buchveröffentlichungen begleitet wird, umso weniger Natur es in Wirklichkeit gibt. Und Natur im Sinne von unberührte Natur. Man kann natürlich hinausfahren in die Wälder und in die Landschaft, aber der Wald ist Forstindustrie und die Felder sind landwirtschaftliche Großproduktionsflächen, die mit Natur im eigenen Sinn eigentlich relativ wenig zu tun haben. Natur gibt es nur noch in kleinen Biotopen, die man dann entweder gar nicht oder museal betreten darf. Und da gleichzeitig gibt es natürlich eine große Sehnsucht nach dem, was uns da verloren geht und nach einem unmittelbaren Bezug zur Natur. Das ist das eine. Das zweite ist, dass für mein Dafürhalten, wohl beginnend mit 1989 und dem Wechsel dann von dem Epochenbruch nach der Spaltung der Welt und dem Sozialismus, dass damit auch das Denken sich verändert hat. In 70er und 80er Jahren haben wir sehr stark soziologisch, theoretisch die Welt erklärt, mit großen Systemen noch, mit Luhmann als Gesellschaftsinterpret. Das ist heute vollkommen weg. Also, dass man der Philosophie oder der Gesellschaftswissenschaft folgen würde, um die Welt zu verstehen. Stattdessen dominieren die Naturwissenschaften. Und der naturwissenschaftliche Zugang prägt uns. Alles, was uns begegnet, auch als Menschen, wird letztlich auf neurophysiologischer Ebene abgehandelt. Aber es wird nicht mehr unter dem Leitmedium der Psychologie abgehandelt. Es muss irgendwo eine Hirnregion geben, dann glauben wir eher dran, als wenn man von der Seele spricht. Ja? Also die Rematerialisierung, die Beschäftigung mit Natur findet auf allen Ebenen statt. Insofern kann man auch ein Buch wie Darm mit Charme durchaus in diesem Zusammenhang wahrnehmen, weil auch da geht es darum, dass der Mensch ein körperliches Wesen ist, dessen Wohlbefinden aus dem Darm herauskommt. Und da steht auch drin in dem Buch, dass der Darm der Sitz der Seele sei. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel. Und also der Großbestseller in diesem Genre, Peter Wohlebens, Das geheime Leben der Bäume, verbindet, glaube ich, all die Elemente, die unsere Zeit ausmachen. Nämlich also, wie gesagt, der Naturverlust, dieses Umdenken, dass man die Welt tatsächlich eher über Naturwissenschaften erklärt und wissen will. Natur bietet auch im Unterschied zur derzeitigen Weltpolitik und zur Großwetterlage vergleichsweise überschaubare Regeln. Also da finden wir uns eher noch zurecht, als wenn wir jetzt den Syrienkrieg erklären müssten oder so. Insofern ist die Biene und das Aussterben der Biene auch noch was relativ Romantisches, was Schönes, womit man sich befassen kann. Und das vierte Element bei Peter Wohlleben ist, dass er den Wald nicht einfach nur als Wald beschreibt, sondern als eine Solidargemeinschaft, in der die Starken die Schwachen mit durchfüttern und die Bäume über die Wurzeln verbunden sind und sie flüstern miteinander und bilden Kuschelgruppen für die Kleinen, die dann da hochgepäppelt werden. Also das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, beziehungsweise der Gesellschaft, die als Solidargemeinschaft eigentlich auch gerade verschwindet. Wir sehen ja auch dem Untergang der Sozialdemokratie zu, auch ein verschwindendes Phänomen, und insofern spiegelt sich auch das wieder in der Natur, die da vielleicht auch wieder im Sinne des Eskapismus etwas widerspiegelt, was uns verloren geht in der wirklichen Welt. So eine Art Kommunismus des Waldes, den wir uns sehen. So könnte man sagen. Sie haben eben davon gesprochen, von diesem Verlust der großen Welterklärung, philosophischen Welterklärung, von der großen Erzählung, also was Bücher angeht. Und trotzdem hatten wir auch in den letzten Jahren einen großen philosophischen Bestseller von Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viel? Sie schreiben sehr schön über dieses Phänomen dieses Buches und auch Richard David Precht an sich, der ja alle paar Jahre auch so ein Thema aufgreift, einen guten Riecher hat für das, was jetzt die Gesellschaft gerade interessieren könnte und dazu allgemeinverständlich schreibt. Wie würden Sie seinen Erfolg bewerten, den Erfolg dieser Bücher? Erstmal finde ich es grundsätzlich sehr schön, dass Bücher über Philosophie so erfolgreich sein können. Auch da hat wahrscheinlich kein Verleger damit gerechnet, dass ein Buch, das Philosophie-Geschichte mehr oder weniger erzählt, tatsächlich so ein Millionen-Bestseller werden könnte und über Jahre die Bestsellerlisten dominiert. Große Überraschung. Warum? Es ging ihm voraus H.P. Kerkeling mit Ich bin dann mal weg, und die Bücher sind unter anderem dadurch miteinander verkoppelt, dass sie beide der Frage nach dem Ich nachgehen. Ich bin dann mal weg von Kerkeling war natürlich ein Beispiel dafür, dass ein Fernsehprominenter ein Buch schreibt. Das ist auch immer eine wichtige Voraussetzung für viele Bestseller, dass es Autoren sind, deren Gesichter und deren Namen man sozusagen eingeprügelt bekommt durch Fernsehkonsum. Bei ihm geht es darum, um die Frage eigentlich, was das Ich ist.
Kerkeling zweifelt daran auch. Er ist ja selber ein Rollenspieler und als solch kennen wir ihn, ne? Der als Königin Beatrix genauso auftritt wie als Hofsänger und als Horst Schlemmer, als Journalist, der immer aber in dieser Rolle irgendwie noch als H.P. Kerkeling erkennbar bleibt. Und genau darin besteht der Witz. Und er fragt sich dann selber, wer bin ich denn nur eigentlich wirklich? Und dieser Weg, der Jakobsweg, dient unter anderem dazu, zu dieser Selbstfindung, ja auch so ein großer Mythos unserer Zeit. Für Brecht, für den Erfolg sind unter anderem ist es wichtig, dass man mit, wenn man ein erfolgreiches Buch schreiben will, kommt es sehr oft vor, dass diese Bücher an bereits bestehende Erfolge anknüpfen. Also dass ein Publikum sich wiederfindet in einem bereits gelesenen Buch und glaubt, es kann dasselbe vielleicht nochmal tun, aber ganz anders. Ja? Dasselbe ganz anders, das ist eine, vielleicht eine der Bestsellerformen. Die bedient Brecht sehr gut, also die Wiederholung. Man macht etwas, was es schon mal gab, man macht es aber anders und kommt vielleicht auch zu anderen Antworten, aber man nimmt die Leserschaft mit auf einem bestimmten Weg. Die Wiederholung ist auch in seinem Buch ein Muster, dass jedes Kapitel im Grunde gleich gebaut ist. Dass es beginnt mit so biografischen Arabesken. Meistens sind die Philosophen, die dann beschrieben werden, entweder bucklig oder Stotterer oder haben sonstige Probleme. Sie werden runtergeholt. Auch das ist, glaube ich, was Wichtiges, dass wir nicht mit Ehrfurcht irgendwelchen großen Namen gegenüber konfrontiert werden, sondern das sind Leute wie du und ich. Auch das kommt in ganz vielen anderen Bestsellern vor, auch in literarischen Bestsellern. Zum Beispiel im Parfüm von Süßkind mit Grenouille, so ein buckliger Typ, der dann aber zum Genie wird, weil er so toll riechen kann. Oder Oskar Mazerat in der Blechtrommel, der kleinwüchsig bleibt, aus eigenem Entschluss, aber eben doch so dieses Stigma hat. Oder Harry Potter mit seiner Narbe auf der Stirn, die ihn auch stigmatisiert. Und aus diesem Stigma heraus dann aber was machen, einen Entwurf machen. Das ist ein Muster. Und dieses Muster führt Brecht von Philosoph zu Philosoph in 20 oder weiß nicht wie viele Kapiteln eigentlich vor. Das sind alles Bucklige und die machen aber was. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Motiv. Und die Frage natürlich nach dem Ich und wohin sind wir unterwegs, die ist auch nicht von der Hand zu weisen. Sie haben sich vorher in Ihrem Werk mit Jünger befasst, mit Christoph Wolff, mit also hochliterarischen Schwergewichten, kann man so sagen. Jetzt ein Buch über Bestseller. Man denkt ja oft, Bestseller, das ist eigentlich immer Trivialliteratur, weil es ja dem Massengeschmack genügen muss. Gab es für Sie, oder gibt es da diesen Zusammenhang erstmal? Oder geht das quer durch die literarische Qualität? Und gab es für Sie besonders herausragende hochliterarische Werke, die auch ein großes Publikum gefunden haben? Es gibt natürlich Überschneidungen. Es gibt jetzt von Martin Walser auch einen Bestseller mindestens, Das fliehende Pferd aus den 70er Jahren. Es gibt von Siegfried Lenz, über den ich auch geschrieben habe, über die Freundschaft Lenz und Helmut Schmidt, einen Bestseller, Die Deutschstunde. Und er war mit seinen Büchern kontinuierlich auf der Bestsellerliste. Christa Wolf mit Cassandra. Also insofern ist es jetzt nicht, hier ist die Hochliteratur, da sind die Bestseller, sondern es ist erstaunlich, wie viel Qualitätsliteratur dann doch auch immer wieder auf der Bestsellerliste landet. Und das ist heute nicht anders als 1961. Vielleicht ein bisschen, weil damals die Erhebungskriterien der Bestseller auch andere waren. Also die erste Bestsellerliste im Spiegel, da ist dann Grass und Bachmann und Jonsson und Luise Rinser. Also da hat man das Gefühl, da ist irgendwie die ganze deutsche Literatur auf der Bestsellerliste versammelt gewesen. Was aber unter anderem auch damit zu tun hat, dass einfach die Kriterien der Erhebung andere waren und mehr noch mit Umfragen und nicht so mathematisch wie heute erbracht wurden. Ich habe gestaunt grundsätzlich doch, wie viel sich finden lässt auf Bestsellerlisten. Ich hatte natürlich auch dieses Vorurteil, ja, das ist irgendwie der Massengeschmack und lass es weg, beschäftige dich lieber mit der richtigen Literatur. Aber so einfach ist es nicht. Und es ist ja auch kein literaturkritischer Zugang jetzt zu diesen Büchern. Obwohl jetzt das Parfüm von Süßkind, hatte ich schon angesprochen, finde ich, ist ein toller Roman, den kann man durchaus auch zum zweiten und dritten Mal lesen. Der Vorleser von Bernhard Schlink, dem auch ein Kapitel gewidmet wird, ist auch ein Buch, das zumindest hochinteressant ist in der Konstruktion. Vielleicht ein bisschen trocken in der Sprache, das wird ihm ja auch mal vorgeworfen, aber das ist jetzt, ob man da jetzt sagt Hochliteratur oder Trivialliteratur, das ist da nicht die Frage. Und es ist auch überhaupt nicht die Frage, die mich interessiert hat, weil es geht ja darum, was sagen diese Bücher über ihre Zeit aus? Was sagen sie über uns als Leser aus? Das ist deshalb auch in der Wir-Form verfasst, weil ich mich vor dieser Gesamtleserschaft nicht jetzt als was Besseres darstellen möchte und nicht der Kritiker sein möchte, der jetzt
den Massengeschmack beurteilt und sagt, aber warum seid ihr so blöd und lest diese Bücher und lest nicht was Richtiges. Mhm. Diese Masse, die ist oft nicht blöd und wenn sie blöde ist, dann möchte ich selber auch Teil davon sein, so als Erzählhaltung. Ja? Ich möchte mich da nicht rausnehmen. Und deshalb ist diese Wir-Form, die hat mich eigentlich auch davor geschützt, vor diesem Blick so von oben runter. Als es anfing, dass man sich mit Bestsellern beschäftigt hat, das war so die frühe 70er Jahre, ein Effekt auch der 68er Zeit, dass man Massenphänomene, Popkultur und so weiter eben auch an den Universitäten dann behandelt hat. Aber dann war das unter dieser ideologiekritischen Brille, wenn man die Texte dann heute liest, da gibt es dann eben Leute, die wissen genau, wie Entfremdung funktioniert und dass man irgendwie die Menschen von ihrem falschen Bewusstsein erlösen muss und den Verhältnissen die Maske vom Gesicht reißen. Für sie selber gilt es aber komischerweise nie. Also die tun das und sagen dann anderen Leuten, warum sie ein falsches Bewusstsein haben. Und das finde ich irgendwie doch merkwürdig als Haltung und das wollte ich verhindern. Das kommt auch aus Ihrem Buch sehr stark heraus. Also es ist kein Herabblicken und es ist auch schon eine Lust, sich mit diesen Bestsellern zu beschäftigen, fand ich. Auch mit der Entstehung dieser Bestseller und der Listen. Sie haben das eben erwähnt. Sie schreiben auch so schön, dass es früher eher noch verpönt war, solche Listen überhaupt auch zu veröffentlichen oder überhaupt zu erstellen. Die Zeit musste sich da richtig verteidigen, dass sie da so Teller erstellt, weil doch dem immer so dieses Geschmäckle anhaftet. Da macht man jetzt Zahlen zum Qualitätsmerkmal. Spontan würde ich sagen, heute haben wir nur noch Listen, es geht nur noch um Zahlen und wer steht oben auf der Liste. Würden Sie dieses Urteil teilen? Also die Tendenz, dass das ein sehr viel größeres Gewicht hat heute als vor 5 Jahrzehnten, ist offensichtlich, ja. Die erste Bestsellerliste in Deutschland, also die allererste war 1895 in den USA, hatte aber eher die Funktion, dass da Titel gelistet wurden, damit man sie von Raubdrucken unterscheiden kann. Das war eigentlich ein Selbstschutz der Buchbranche. In Deutschland war die erste Bestsellerliste 1928 in der literarischen Welt und wurde dann relativ schnell wieder eingestellt, weil ausgerechnet der Börsenverein des deutschen Buchhandels dagegen protestierte, der das auch schon zu trivial fand. Ja. Selbst also die Marketingvereinigung des Buchhandels fand das degutant. Und 1957, als die Zeit dann sowas machte, ein Seller-Teller, das waren allerdings Umfragen unter 6 oder 7 ausgewählten Buchhandlungen in Deutschland, in den großen Städten, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und so. Und die haben dann ihre Empfehlungen gegeben. Es war eigentlich eine Buchhandelsempfehlungsauswahl unter fragwürdigen Kriterien, wie diese Bücher dann jeweils da reinkamen. War nicht so genau nachvollziehbar. Und da gab es wahnsinnig viele Leserbriefe dann dagegen. Also der Sündenfall des Geistes in den Markt. Und die Zeit hat sich wortreich dagegen verteidigt und gesagt, aber wir müssen doch auch mal gucken, was passiert da eigentlich auf dem Markt. Der Spiegel hat es dann möglich gemacht, ab 1961 mit der Bestsellerliste, die dann erst von Allensbach erhoben wurde, also so auf Umfrageergebnissen basierte. Und je mehr wir uns der Gegenwart nähern, umso mehr ist es dann ein mit Computerkassen erzeugtes Zahlenmaterial. Das ist aber trotzdem natürlich, also wenn man Fokusliste und Spiegelliste heute anguckt, gibt es da Unterschiede, weil sie eben auch unterschiedliche Ausgangsmaterialien haben. Welche Grossisten man befragt, welche Buchhandlungen dann wirklich dabei sind. Dann kommen ein bisschen andere Ergebnisse heraus. Wie gewichtet man denn Online-Buchhandel und so weiter. Also da gibt es eine Entwicklung und es gibt grundsätzlich natürlich eine Tendenz hin, dass Bestseller zum Marketinginstrument dann auch werden. Also je mehr die Bestsellerlisten Aufmerksamkeit kriegen, kann man im Spiegel auch schön ablesen, wie die sich rein grafisch entwickelt haben, diese Listen. Am Anfang so ganz popelig, dann so 10 Titelchen irgendwie so reingeklebt in eine Seite waren. Nach 10 Jahren waren es dann schon 15 und dann wurde das immer größer und dann gab es die Jahresbestseller und alles wurde grafisch nochmal aufgearbeitet. Jetzt gibt es seit vielen Jahren ja auch Dennis Scheck im Fernsehen, der sich wieder mit dem Bestseller als Phänomen beschäftigt und eine regelmäßige Kritik etabliert hat. Finde ich auch sehr schön, dass es das gibt. Und in Buchhandlungen kann man sehen, wie die Bestseller selber zur Werbung für sich werden, indem es dann die Bestsellerregale gibt. Meistens direkt, wenn man reinstolpert in die Buchhandlung, zack, Bestsellerregal und da ist das drin, was sich gerade verkauft. Ja. Und das hat den Effekt, dass viele Leute genau das kaufen, logischerweise. Ja. Das heißt, ein Buch, das zum Bestseller wurde, wird Bestseller oder bleibt Bestseller. Ja. Das ist ein wie bei Raketen ein 2-Stufen-Modell, sagen die Verlage. Man muss erstmal die erste Stufe zünden, um dahin zu kommen.
dann wird die abgeworfen und dann braucht man die zweite Stufe und die schwebt dann aber schon in der Schwerelosigkeit, die bleibt dann da. Erfolg generiert Erfolg. Ja. Das ist das Schöne am Bestseller. Und deshalb wird ja auch jedes Buch sofort mit dem Aufkleber Bestseller versehen, wenn es auch nur auf Platz 49 der Liste einmal gerochen hat. Es ist ja auch gar nicht klar, ab welchen Zahlen, Verkaufszahlen ein Buch ein Bestseller wird. Ich glaube, früher war das vielleicht 100.000, heute ist man schon bei 30.000 ein Bestseller. Da hat sich also auch schon was auf dem Markt geändert. Wie würden Sie überhaupt so die Veränderung auf dem Buchmarkt sehen? Es gibt ja auch jetzt immer diese Diskussion über, wir verlieren so viele Leser, viele Deutsche haben nicht mal mehr ein Buch im Jahr, das sie kaufen. Gibt es da, also ist das so eine Kulturtechnik, die gerade verloren geht? Wird der Buchmarkt verdrängt oder sehen Sie das nicht so skeptisch? Das sehe ich eigentlich nicht so skeptisch. Ich glaube, dass immer gelesen wird, weil Lesen eine menschliche Grundeigenschaft ist. Also wenn wir aufhören zu lesen, dann hören wir im Grunde auch auf, Menschen zu sein. Starke These. Aber ich glaube das, weil man im Lesen tatsächlich... Es ist die Kunstform, in der man wie in keiner anderen in andere Denkweisen und Weltperspektiven eindringen kann. Im Lesen wechseln wir versuchsweise unsere Position und nehmen andere Sichtweisen ein. Das ist eine demokratische Grundtugend. Und wenn man die aufgibt, dann glaube ich, ist es wirklich gefährlich für eine Gesellschaft auch. Wie gelesen wird, ob das Bücher sind, ob das Internetdateien sind, runtergeladene PDFs oder E-Book-Readers oder Faltblätter, die man sich zuwirft, das ist relativ egal. Ich glaube, es wird auch immer geschrieben werden. Also es gibt ein so großes Mitteilungsbedürfnis. Es gibt ja viel, viel mehr Menschen, die schreiben heute, als in jeder anderen Zeit vor uns. Die Möglichkeiten auch des Self-Publishing. Ja. Und da gibt es natürlich auch Leseforen, die es vor 10, 20, 30 Jahren überhaupt noch gar nicht gab. Also die Möglichkeit, mit seinem Selbstgeschriebenen ein Publikum zu erreichen, für jeden, eine Demokratisierung des Veröffentlichungsprozesses, von der Brecht geträumt hat, aber wo er noch die technische Möglichkeiten gar nicht sehen konnte, die haben wir erreicht. Insofern gibt es zwar auf der einen Seite das Klagen der Verlage und es werden immer weniger Bücher gekauft. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das etwa ein so ähnlich ist wie das Klagen der Bauern, die auch immer über das Wetter klagen, weil es auch keine wirklich verlässlichen Zahlen gibt. Da, also was heißt das, wenn der Umsatz nur noch leicht wächst oder schrumpft, heißt das, dass nur noch ganz wenige ausgewählte Titel aber in sehr großem Umfang verkauft werden und andere gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen ein Problem. Also die Konzentration, auch da wieder aufs Bestsellergeschäft und dass viele andere Bücher eigentlich nur noch so produziert werden, aber kaum noch eine Chance haben, wahrgenommen zu werden. Das ist eher ein Problem dann auch der Medienlandschaft, die sich ja auch wandelt. Ja. Und dass es immer schwerer wird, jetzt sowohl den Raum zu haben innerhalb von Zeitungen und Radiostationen oder gar im Fernsehen, auf Bücher hinzuweisen, die jetzt nicht so der Mainstream und nicht die Großautorenschaft betreffen, sondern das Abseitige. Da muss man dann schon sehr kämpfen als Redakteur und als freier Autor noch mehr, da irgendwas in diese Richtung runterzubringen. Also es gibt immer eine Tendenz hin zu den Monopolen, zu denen, die schon viel haben, dass die dann noch mehr haben und sei es eben die Aufmerksamkeit, um die es in der Öffentlichkeit geht. Auch die klassische Rezension verschwindet mehr und mehr in den Tageszeitungen, wird auch durch andere Formate ersetzt. Ein Versuch, diese Monopolisierung zu verhindern, ist ja die Buchpreisbindung. Da geht es nicht so sehr in Ihrem Buch drum, aber das Argument ist, ohne Buchpreisbindung wird sich noch mehr konzentriert auf die großen Bestseller, die dann eben billiger sind, weil sie leichter produziert werden können. Andererseits könnte man sagen, ohne Buchpreisbindung wären vielleicht viele Bücher billiger und die Menschen würden dann mehr lesen. Ja, andererseits gibt es ja das Modell der Querfinanzierung, das eben gerade durch die Buchpreisbindung und weil auch Bestseller einen Festpreis haben, es möglich ist, mit denen sehr viel Geld zu verdienen, was die Verlage wiederum anwenden können, um andere Sachen mit zu publizieren. Also wenn es die Buchpreisbindung nicht gäbe, dann wäre der Effekt, dass eben die Großauflagen zu billigen Preisen dann massenhaft verkauft werden, noch sehr viel stärker. Die Erfahrung aus den Ländern ohne Buchpreisbindung spricht dafür. Der US-amerikanische Markt, also wenn man da auch in Buchhandlungen geht, jetzt so in der freien Land in den USA, die dann aussehen wie Großtankstellen und wo es eben nur noch so diese Taschenbuchregale gibt und ein ganz anderes Outfit auch der Bücher, was viel, viel noch marktschreierischer ist als bei uns, dann wäre das eine Entwicklung, die, glaube ich, schon eher ungut wäre.
Ob das hier Argument jetzt wirklich so stimmt, ökonomisch, was das tatsächlich bedeutet und ob dann keine Lyrik mehr gedruckt werden würde, das weiß ich nicht. Aber die Erfahrung spricht dafür, dass der Trend doch zumindest in diese Richtung gehen würde. Deshalb bin ich sehr dafür, die Buchpreisbindung beizubehalten. Mhm. Gehen wir vielleicht zum Abschluss nochmal auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Feld, das Feld der politischen Sachbücher und der Skandalbücher. Sie haben Sarrazin schon eben erwähnt. Sie schreiben in Ihrem Buch über den Fall Sieferle, wo es dann auch darum ging, dass aus der Spiegel-Bestsellerliste gestrichen wurde. Und das Ganze hat ja noch die Hintergeschichte, dass es eben von der NDR-Sachbuchliste, dass es da drauf kam und offenbar ein nicht gewünschtes Buch war. Wie bewerten Sie solche Versuche, auch jetzt über Streichungen von Bestsellerlisten oder auch über Verkaufsboykotte, die Bestsellerlisten zu beeinflussen? Also Bestsellerlisten sind Bestsellerlisten. Das heißt, die müssen auflisten, was sich am besten verkauft. Und wenn es Hitlers Mein Kampf ist, dann ist es Hitlers Mein Kampf. Und wenn es Sieferle ist, dann ist es Sieferle. Und die Bestsellerliste ist nur dann aussagekräftig, wenn man da nicht eingreift. Ihr Sinn und Zweck, jenseits dessen, dass man jetzt in Buchhandlungen dann als nicht wissender Käufer sagt, aha, das haben schon viele gelesen, kaufe ich auch, besteht genau darin, dass man ablesen kann, was bewegt ein Land gerade. Das ist ja der Reiz dieser Listen. Man setzt sich selber auch ins Verhältnis dazu. Was lese ich, was lesen die anderen? Will ich das, was die anderen tun, oder will ich was anderes? Aber man vergesellschaftet sich irgendwie damit. Und in dem Moment, wo eine Zeitschriftenredaktion wie der Spiegel dann sagt, das gefällt uns jetzt aber gar nicht politisch, das streichen wir mal aus unserer Liste, weil es uns ethisch-moralisch missfällt, diskreditiert man genau dieses Prinzip. Das heißt, man kann der Bestsellerliste nicht mehr glauben. Und man gibt genau denen Argumente, immer sagen, ja, wir dürfen ja nie sagen, ja, wir werden immer hier mundtot gemacht, wir kommen nicht vor in der Gesellschaft. Und aus diesen beiden Gründen war das verheerend, was der Spiegel gemacht hat. Erstens die eigene Glaubwürdigkeit der Bestsellerliste beschädigt und zweitens politischen Schaden zugefügt, weil man das nicht tun darf. Man muss natürlich diese Leute, die was auch immer von sich geben, zur Kenntnis nehmen. Die sind Teil dieser Gesellschaft und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn Sieferle auf Platz 6 steht, dann darf man darüber erschrecken und muss das auch und muss sich damit auseinandersetzen. Aber ihn zu streichen ist natürlich das Dümmste, was man tun kann. Jörg Margenau, Bestseller, da geht es auch um viel, viel mehr Themen, als wir jetzt ansprechen konnten in unserem Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Ich kann euch das Buch nur empfehlen. Bestseller von Jörg Margenau bei Hoffmann und Campe erschienen. Das war's für heute bei Kaiser TV. Macht's gut.